Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim, wo wir heute die letzten Fragmente von Wutrat an Erl und Graumähne geben. Ja, bin ich. Ich habe Kotlaks Fragment. Ich danke euch. Eure Schildbrüder und Schwestern haben sich zur Tiefenschmiede zurückgezogen, wo sie auf euch warten. Auf mich? Warum auf mich? Habe ich was getan? Was hat ihr denn zu verkaufen? Heißt die Götter. Und vor allem, was habe ich vielleicht zu verkaufen, was ich von dir kriegen könnte? Hefnorak könnte ich verkaufen. Immun gegen Krankheiten und Gifte? Nein, das ist. Egal. Die ganzen Zwergenbolzen könnten wir theoretisch auch. Die benutzen wir ja eh nicht, ne? Aber. Ach, ist egal. Ist egal. So, wo ist denn diese komische Tiefenschmiede jetzt? Hier irgendwo ganz in der Nähe. Dann gehen wir doch mal gucken, was der Zirkel jetzt von uns erwartet. Waren wir da schon mal? Einen Wunsch, ehe er starb. Und der wurde ihm nicht erfüllt. So einfach ist das. Ein Kind des Mondes zu sein, ist nicht so ein großer Fluch, wie ihr vielleicht glaubt, Wilkas. Schön für euch. Aber er wollte rein sein. Er wollte Iskramor treffen und die Pracht von Sovngarde kennen. Doch all das wurde ihm genommen. Und ihr habt ihn gerecht. Kotlak war die Rache egal. Nein, Farkas, dem war nicht so. Und darum geht es hier auch gar nicht. Wir sollten Kotlak ehren, ganz gleich, was wir selbst über das Blut denken. Ihr habt recht. Das ist, was er wollte. Und er hat verdient, es zu bekommen. Kotlak hat von einem Weg gesprochen, seine Seele selbst dem Tode noch zu läutern. Aha. Ihr kennt die Legenden über das Grab von Iskramor. Nein. Dort werden die Seelen der Herolde dem Ruf des Stahl des Nordens folgen. Wir können das Grab ohne Wutrat nicht einmal betreten. Und die Axt ist in viele Stücke zerbrochen, wie schon seit 1000 Jahren. Und Drachen gab es nur in Märchen. Und die Elfen herrschten einst über Himmelsrand. Nur weil etwas so ist, wie es ist, bedeutet das nicht, dass es so sein muss. Die Klinge ist eine Waffe, ein Werkzeug. Werkzeuge können und werden kaputt gehen und wieder repariert werden. Ist das... Habt ihr die Klinge repariert? Das ist das erste Mal, dass ich über alle Teile verfüge. Das habe ich unserem Schildbruder hier zu verdanken. Die Flammen eines Helden können das Zerschmetterte neu schmieden. Die Flammen Kotlaks werden die Wiedergeburt von Wutrat befeuern. Und nun wird die Waffe euch erneut zu ihm bringen. Da ihr die Fragmente getragen habt, sollte es auch euch zufallen, Wutrat in die Schlacht zu tragen. Ihr anderen solltet euch darauf vorbereiten, zum Grab von Iskamor aufzubrechen. Für Kotlak. Ihr braucht jetzt aber nicht eure Schwerter ziehen, um dann hier mit gezogenen Waffen durch Weißlauf zu rennen. Das tut nicht Not. So, was ist denn Wutrat für eine Waffe? Auf jeden Fall ist diese Waffe besonders tödlich bei Elfen. Ich füge sie mal als Favorit hinzu. Wir können es ja mal ausprobieren. Da oben? Ach du Scheiße. Wie kommen wir denn da am besten hin? Von hier, ne? Und fast versucht zu sagen, von Helas Tor halt aus. Und dann einfach durchs Wasser schwimmen, weil das sieht aus, als wäre was an so einem Strand.
Du warst hoffentlich ein Vogel. So. Schattenmähne, ich weiß zwar nicht, wie du hier auf diese Insel gekommen bist, aber du wirst hier mal warten müssen. Du musst jetzt nämlich schwimmen gehen. Jugong. Gluck. Gluck, 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 gluck. Gluck, gluck. Oh, bitte keinen Drachen. Es wäre toll, wenn wir die heutigen Folgen einfach mal abschließen könnten, ohne hier über einen Drachen zu stolpern. Ja, ich wollte ja auch mal eine Mod installieren, die Häufigkeit dieser Drachenerscheinung mal so ein bisschen zurücknimmt. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Noch gar keine Mods installiert hier. So, während wir hier gerade unterwegs sind, können wir ja hier dieses Schiffswrack gleich noch mitnehmen. Und hier ist auch noch ein Stein ganz in der Nähe. Vielleicht können wir den auch noch kurz aktivieren. Muss da oben irgendwo sein. Also nach und nach jetzt hier langsam mal die Karte auch gefüllt kriegen. Die Ritter der Neun. Schwere Rüstung gerade mal auf 34. Den Scheiß einfach nicht benutze. Ich benutze keine schweren Rüstungen, weil die mir einfach zu schwer sind. Das ist genau wie in Dark Souls. Da oben. Ach du Scheiße. Ja, da komme ich ohne weiteres nicht hin. Sorry. Das wird nix. Ah, da geht's auch weit runter. Ich hab's verkackt, oder? Na toll. Oh Gott. Speichern. Ups. Ja. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank, das ging noch. So, weiter geht's. Gibt's eigentlich ein Achievement dafür, alle Orte aufgedeckt zu haben? Wäre mal interessant zu wissen, damit ich dann quasi wüsste, ich habe alle Orte aufgedeckt. Da ist das Bootswrack, oder? Oh Gott, hier ist irgendwas im Wasser. Halt. Moment. Die alte Schattenkapuze müssen wir dann wieder aufsetzen. Aber für sowas habe ich den orkischen Helm der Wasseratmung. Gott, ist das dunkel und unheimlich hier, ey. Oh Gott, ist das dunkel und unheimlich. Ich behalte den Helm nochmal auf, falls wir den jetzt nochmal für irgendwas brauchen sollten hier. Das ist wahrscheinlich Iskamors Grab hier. Mal die Jugongs nicht stören da. Okay, da sind wir. So. Rüsten wir unseren Superbogen wieder aus. Oder unseren Superbogen, unsere Bogenkapuze. Denn das ist sie ja.
Das ist die letzte Ruhestätte Isgramors und seiner zuverlässigsten Generäle. Ihr solltet vorsichtig sein. Warum müssen wir vorsichtig sein? Die ursprünglichen Gefährten. Ihre edelsten Krieger ruhen an Isgramors Seite. Ihr werdet euch ihnen beweisen müssen. Es ist nicht so, als wäret ihr ein Eindringling. Ich möchte wetten, dass sie uns sogar erwarten. Sie wollen lediglich sichergehen, dass ihr würdig seid. Bereitet euch auf einen ehrenvollen Kampf vor. Kommt ihr nicht? Kodlak hatte recht. Ich ließ zu, dass mein Herz von Rache beherrscht wurde. Ich bereue nichts von dem, was wir im Schattenstollenheiligtum getan haben. Aber mit vernebeltem Verstand oder kummerschwerem Herzen kann ich nicht weitergehen. Wie gelangen wir hinein? Bringt Wutrat nach Isgramor zurück. Dadurch sollte sich der Weg öffnen. Okay. Ja. So, mit dem Zirkel. Das heißt, du kommst mit, ja? Für Kodlak. Du wohl auch. Okay, ich kann Wutrat hinterher wieder mitnehmen. Das wollte ich nur ausprobieren. Ich kann es dann auch nicht wieder auf die Statue packen. So, jetzt ist es natürlich wieder nicht mehr als Favorit gespeichert hier, ne? Insgesamt, guckt euch mal den Schaden an, ja? 59, das kriege ich mit meinem Bogen, bekomme ich da locker drüber. Das ist schon leicht enttäuschend. Das wäre doch mal was für Wutrat da. Ein Kampf. Das wird. Ist da jemand? Ich dachte, ich habe etwas gehört. Gut, bei zweihändigen Waffen habe ich wahrscheinlich auch. Mal gucken. Die haben bestimmt auch ein Talent, dass ich den Schaden erhöhen kann. Ach, den haben wir auch schon. Erhöht. Nee, dann sorry, dann weiß ich nicht, woran es liegt. Sterblicher Dummkopf. Dass die sich immer zwischen mich und den Gegner stellen. Habe ich gerade den Geist geköpft? Alter, hast du es gesehen? Ich habe gerade einen Geist geköpft. Ich habe einen Geist geköpft. Köpfen wir hier einfach irgendwelche Geister. Das ist ja schon... Was war das? Hab euch. Ja, Bogenschützen kriegen sowieso schon mal auf die Fresse. Und du natürlich auch. Lasst euch doch von denen nicht da noch tiefer reinlocken, ihr Idioten. Ihr seid eine Schande für euresgleichen. Sterbt ihr. Da müsst ihr schon besser sein. Ich finde das faszinierend, wie blutig meine Axt ist dafür, dass ich nur auf Geister einschlage, ja? So. Niemand noch Fragen? Sehr gut. Gehen wir weiter.
Ja, hier warten nämlich schon die nächsten, genau. Ist da jemand? Jemand und ich dachte, ich hab dumm. Oh Gott. Der Ehre halber kämpfe ich ja mit Vudra. Auch wenn ich eigentlich effektivere Waffen habe. Aber ich sehe gerade. Aida. Der Dingens ist nicht sonderlich nützlich. Farkas? Nee. Welcher von denen bist du denn? Farkas, doch. So. Au. Ich muss jetzt auf meine Lebenspunkte aufpassen. Kommt schon die nächste Horde, ey. Guckt euch das an. Das ist echt... Na gut, die Gefährten sind ja auch die Kriegergilde, ne? Das darf man nicht vergessen. Weil von den Geräuschen her würde ich ja fast sagen, sind wahrscheinlich eher Spinnen, die uns jetzt angreifen, ja. Sind es auch? Ah, warte mal. Warte mal, hier waren doch noch Truhen und sowas, oder? Wenn nicht hier, dann im Raum davor. So. Aber wenigstens das mitgenommen. Ausdauer hat sich auch wieder regeneriert. So, Wutrat hat nicht mal irgendwelche Verzauberungen, ne? Also da könnte ich noch eine Verzauberung draufpacken, theoretisch. Gott, sind diese Spinnen ekelhaft und widerlich, ey. Neue Stufe für mit durch zweihändig oder wodurch? So, ja, also theoretisch stellt sich jetzt erstmal die Frage, zweihändig oder Bögen? Wobei Bögen mache ich eigentlich ziemlich guten Schaden. Ah, zweihändig kann ich eh nicht. Habe ich noch nicht genug. Hier bestimmt auch noch nicht für. Da auch noch nicht für. Ja, okay. Todesschuss. 10% Chance für einen kritischen Treffer, der zusätzlichen Schaden verursacht. Bams! Nehme ich mit. Uah. Eklig. Hey, aufpassen. Warum? Okay, die Spinnen werden kleiner. Ich wollte gerade sagen, die Spinnen werden kleiner. Das ist kein gutes Zeichen. Dann ist nämlich bestimmt eine Mama-Spinne hier irgendwo. So. Weiter geht's. Wo ist denn hier die Heilung? Ein bisschen heilen noch und dann gehen wir weiter. So. Hallo? Oh. Jault!
Zack. Yo. Heute köpfen wir Geister. Ghostbusters! Ein paar Zutaten, da brauche ich Schnäsch. Vor ein paar Folgen noch. Ich muss dringend mehr Alchemie machen. Heute brauche ich nicht. Wie weit ist das eigentlich noch? Oh Gott, das ist noch etwas hin. Das ist in der Tat noch etwas hin. Ist da jemand? Jetzt kommt der Tod. Ja! Ja! Haben wir eigentlich den anderen, den Fahrgast verloren? Ich höre immer nur noch Eola jetzt hier. Ist der raus aus der ganzen Geschichte hier oder was? Wir ihn. Ja, aber hier der Fahrgast ist weg, ne? Aus welchem Grund auch immer er nicht mehr an unserer Seite kämpft. Ja, ich muss bei Gelegenheit muss ich kaiserlicher Bogen. Bei Gelegenheit muss ich echt mal gucken, ob ich Wutrad noch verzaubern kann. Weil 59 Basisschadenspunkte ist gar nicht so verkehrt. Wenn wir da jetzt noch eine schöne Verzauberung drauflegen, irgendein Elementzauber oder irgendwas, dann, dazu brauche ich erstmal einen arkanen Verzauberer. Und das setzt natürlich voraus, dass ich Wutrad jetzt behalten darf. Ich hätte hier erwartet, dass aus den Gräbern jetzt noch welche rauskommen. Hier wahrscheinlich wieder. Das sieht so ein bisschen endgültiger aus. Was? Ayla? Ayla, kommst du bitte hierher zurück? Und stellst dich da nicht allen gleichzeitig, du blöde Kuh! Oh. Taktisches Kämpfen? Ist totales Fremdwort für die, ne? Ja, guck mal, hier ist doch viel sinnvoller. Wenn sie wenigstens nicht alle nebeneinander stehen. Gut, dass ich gerade gespeichert hatte. Wo ist denn mein Feuerbogen? Viel besser. Halt doch mal still hier. So, okay. Den Rest machen wir mit Wutrad. So, hast du gesehen, wie ich die alle mit Wutrad ausgeschaltet habe? Was für ein Unterschied das macht, ne? Obwohl Bogen und Zweihand im Prinzip auf dem gleichen Level sind. Ja, an Zweihandkampf müssen wir echt noch ein bisschen arbeiten. Die legendäre Stadt Sankretor. Aha. Bringt uns aber keine Fertigkeiten, Punkte und nichts.
Hello? Will hier noch jemand aufs Maul? Kotlak. Seid gegrüßt, Schildbruder. Kotlak, seid ihr das? Natürlich. Meine Herolde und ich wärmen uns hier auf. Wir versuchen, ihr Sühne zu entgehen. Aber hier ist sonst niemand. Ihr könnt nur mich sehen, weil euer Herz nur mich als den Anführer der Gefährten kennt. Der alte Wegner könnte sicher noch ein halbes Dutzend meiner Vorgänger sehen. Und ich sehe sie alle. Alle in Sovngarde. Alle, die mit mir in Hirsines Reich gefangen sind. Und sie alle sehen euch. Ihr habt dem Namen der Gefährten Ehre gemacht. Das werden wir so schnell nicht vergessen. Vilkas sagt, dass ihr immer noch geheilt werden könnt. Hat er das? Ich kann es nur hoffen. Habt ihr die Köpfe dieser Hexen noch? Ausgezeichnet! Werft einen davon ins Feuer. Dadurch wird ihre Magie freigegeben. Zumindest für mich. Du siehst ihn auch, ja? Für Kotlak. So, bitteschön. Ihr hättet nie herkommen wollen. Ah, jetzt. Okay. Au. Kommt schon. Mal sehen, was so, Kotlak, Wolfsgeist kriegt aufs Maul. Guckt euch das an. Eine Spur von ihnen. So, das war einfacher als erwartet. Seid gegrüßt, Schildbruder. Wir haben dem Biest in euch ein Ende gesetzt. Und damit die Bestie in mir erschlagen. Habe ich doch gesagt. Ich danke euch für dieses Geschenk. Die anderen Herolde sind aber immer noch von Hirsine gefangen. Vielleicht können mir ja die alten Helden aus Sovngarde bei ihrer Rettung helfen. Die Höllenfahrt des Jahres. Es wäre eine triumphale Schlacht. Und vielleicht kämpft ihr in dieser Schlacht eines Tages an unserer Seite. Heute aber kehrt nach Jorvaska zurück. Feiert euren triumphalen Sieg. Und führt die Gefährten zu andauerndem Ruhm. Und da ist er, Hab weg. Ich das richtig verstanden? Hat er gesagt, dass ihr die Gefährten anführen sollt? Ja, das hat er. Ihr habt euch das Recht verdient. Jeder weiß um eure Stärke und Ehre. Und es ist mir eine Ehre, euch als Erster als Herold ansprechen zu dürfen. Kommt, sagen wir es den anderen. So, und bam, hab ich einfach gleich noch eine Gilde übernommen. Ich werde ja bald Diktator von Skyrim. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Möchtest du den Kopf der Hexe in die Flammen werfen, um deine Lykanthropie für immer zu heilen? Yo. Gut, dass ich mehr Köpfe mitgenommen habe. So. Der Fluch des Werwolfs ist vorbei. Habt ihr Ratschläge für... Ich habe gehört, dass ihr angeblich stärker seid, als ihr ausseht. Vielleicht können wir mal zusammen auf die Jagd gehen. Ich habe Kotlak geheilt. Und genau das war der Wunsch des Alten. Ich freue mich, dass wir ihm den erfüllen konnten. Kehrt ihr zurück nach Jorvaska? Früher oder später. Aber das hier, das ist das Grab von Iskramor. Ich werde wohl erst ein wenig in mich gehen. Ich werde noch etwas hier verweilen. Geht schon mal vor, wir sehen uns dort. Kotlak sagte, ich solle die Führung der Gefährten übernehmen. Ehrlich gesagt hätte ich nicht damit gerechnet. Aber das kann auch daran liegen, dass ich euch noch als Welpe kenne, der darum bettelte, beitreten zu dürfen. Der Alte hat euch vertraut, also vertraue ich euch ebenfalls. Das Geschenk des Bestienblutes. Nee, das brauche ich nicht mehr. Ich bin inzwischen auch so stark genug.
In der Schießkunst unterrichten, das kann ich mir selber beibringen. Okay, danke, Ayla. Mhm. Ihr braucht etwas? Folgt mir, ich brauche eure Hilfe. Vergeuden wir keine Zeit. Und damit haben wir wieder eine treue Gefährtin an unserer Seite, die diesmal mit Pfeil und Bogen kämpft. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja, vielleicht können wir sie auch davon überreden. Pass mal auf, einige Dinge tauschen. So, du benutzt einen normalen Jagdbogen und alte Nordpfeile. Pass mal auf. Das kriegen wir besser hin. Hier, du kriegst den Bogen der Nachtigall. Der dritte Pfeile machen 24. Ich gucke nur gerade, ob er noch stärkere Pfeile haben. Vor allem, wenn ich ihr einen dädrischen Pfeil gebe, einer reicht ja. Ein Pfeil reicht ja, dann hat sie ja unendlich viele davon. Und ich kriege zwischendurch die Gelegenheit, auch immer wieder dädrische Pfeile einzusammeln, weil sie die ja abschießt und ich die dann von den Leichen wieder looten kann. Nach euch. Warte mal. Wir müssen noch mal ein paar Dinge tauschen. Ich brauche Aelas Schild und den Dolch nehme ich dir auch ab. Und die Fackel nehme ich dir ab. Den alten Nordpfeil nehme ich dir auch ab. Wenn du wirklich nur noch das hast, was du jetzt auch tatsächlich benutzen sollst. So, und dann schmeiße ich den Scheiß gleich weg. Ja, das lassen wir mal fallen. Und das Schild lassen wir mal fallen. So. Wunderbar, es geht doch. Okay, in der nächsten Folge zurück zu den Gefährten. Bis dann.